So, und jetzt wollen wir mit einem sprechen, der in dieser Woche richtig erfolgreich war, beziehungsweise in der vergangenen, Michael Thomas Noack. Er nämlich und seine Kollegen haben die Berufsausbildung bei der Feuerwehr in Ludwigshafen bestanden. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Was war denn das Highlight, jetzt immer abgesehen vom Bestehen? Ja, also die ganze Grundausbildung war ein absolutes Highlight. Wir haben 6 Monate mega viel erlebt. Wir wurden mega gut vorbereitet auf die Zeit, die vor uns kommt. Und allgemein die Realbrandausbildung ist absolut der Hammer. Ja. Also wie Sie ja selbst erlebt haben, wo Sie bei uns waren. Da freuen wir uns immer riesig drauf, wenn wir da rein können. Und ja, wir hatten nämlich das Privileg, die Ausbildung ein bisschen zu begleiten. Jetzt sehen wir hier Bilder unter anderem hier aus dem Container. Wie realitätsnah sind denn diese Szenarien, die da auch in der Ausbildung gelehrt werden oder gezeigt werden? Ja, also man muss schon sagen, ne, Realität und Übung ist immer ein großer Unterschied. Mhm. Allein schon von der Aufregung her. Da wissen wir, es kann uns nichts passieren. Es sind überall Leute, die uns helfen. Falls ein Notfall wäre, könnten wir jederzeit rausgehen. Das geht halt im Einsatz nicht. Ne? Also wir können nicht einfach eine Tür aufmachen und können dann raus. Aber man merkt, dass ein Feuer warm ist. Und man kriegt auch direkt gezeigt, wenn man einen Fehler macht. Und man wird echt mega gut geschult. Ja, wir haben hier hinten raus noch die Bilder vom Ausbildungsschiff gesehen. Was war da los? Das war ja sicherlich eines der Highlights. Das war mal was ganz anderes. Vor allem auch mal schwimmen mit Einsatzkleidung. Man denkt immer, oh, die Kleidung ist schwer und da geht man sofort unter. Aber durch das Luftpolster, das man hat, ist es faszinierend, wie lang man damit schwimmen kann. Und allgemein auf dem Schiff mal zu üben, Brandbekämpfung auf dem Schiff, ist echt ein Highlight, dass man da üben kann. Mhm. Jetzt ging diese Grundausbildung ja eine Zeit, nicht nur Grundausbildung, die gesamte Ausbildung ein bisschen. Wie fanden Sie dann letzten Endes dann auch die Prüfung? Wurden Sie bestens darauf vorbereitet? Waren Sie da nervös? Also nervös bin ich immer vor einer Prüfung, klar. Ne? Das ist aber nur eine Momentaufnahme von dem, was man komplett gelernt hat. Aber die Dienstherren machen auf jeden Fall gute Arbeit und haben uns in den 18 Monaten sehr, sehr gut vorbereitet auf die Ausbildung. Mhm. Und hat mega gut geklappt, muss ich sagen. Also ja. Da sehen wir auch gerade noch die Bilder von der Übergabe, dann auch der Urkunde, denke ich mal, hat es gegeben. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ich weiß, Sie wollen es nicht, dass es erwähnt wird, aber Sie sind Jahrgangsbester geworden. Das zeigt aber natürlich auch, dass Sie eine Menge Leidenschaft für diesen Beruf mitbringen. Woher kommt das? Ich weiß nicht. Es hat mich von Tag 1 an fasziniert und ich habe gewusst, ich muss das unbedingt richtig anpacken und habe gemerkt, jeden Tag macht es mehr Spaß. Und auch wenn man privat dafür lernt, man macht es für sich und auch für die Arbeit. Ja, weil es ist einfach wichtig, dass im Einsatz die Handgriffe sitzen. Da bringt mir es nichts, nur für eine Prüfung zu lernen. Ich muss es fürs Leben lernen und ich muss es auch können unter Druck einsetzen. Und einfach dafür habe ich mir das Ziel gesetzt, ich muss einfach alles blind beherrschen. Und hat gut geklappt. Wir hatten eine gute Prüfungswoche. Aber im Grunde, wir haben als Team komplett sehr gut abgeschlossen. Die ganze Klasse hat ein sehr hohes Niveau gezeigt und wir haben uns alle selbst belohnt für die letzten 18 Monate mit diesem Prüfungsergebnis. Wie wichtig ist denn dieser Teamfaktor? Ich meine, klar, man muss selbst die einzelnen Handgriffe können, auch das Wissen natürlich mitbringen oder sich aneignen. Aber wie arbeiten Sie denn da als Team auch zusammen? Also ich muss sagen, von uns Jungen jetzt, von unserem Team der Grundausbildung, war das Teamwork sehr, sehr wichtig. Wir haben viel privat gemacht. Wir waren auch mal zusammen feiern. Und auch wenn einer mal Hilfe gebraucht hat, wir haben auch welche aus der Freiwilligen Feuerwehr dabei, die sagen, hey, komm, heute Abend, wir lernen noch ein bisschen oder ich zeige dir noch mal den Knoten und es war mega gut, da hat sich keiner irgendwie unter Druck gefühlt oder irgendwie, nein, ich helfe dir nicht oder so, also es war wirklich 1A. Toll. Ja. Wir freuen uns für Sie und freuen uns natürlich auch, dass Sie diesen Beruf gewählt haben, einen, der absolut wichtig für unsere Gesellschaft ist, Michael Thomas Noack. Herzlichen Dankeschön. Dank und Dank. Danke natürlich auch stellvertretend an alle Kollegen. Dankeschön.